6822 zu 15 Milan versucht, das Leder in den eigenen Reihen zu halten, wird in der eigenen Hälfte aber permanent unter Druck gesetzt. 6622 zu 13 die Azzurri ziehen wieder das Tempo an. Der eine wechselte Adam Unas zieht aus 20 Metern und halbrechter Position ab und zwingt Gianluigi Donnarumma mit seinem strammen Schuss zur nächsten Glanzparade. 6422 zu 12 Eckbälle stehen in Neapel ganz oben auf dem Trainingsplan. Fousi Gullim zirkelt die Kugel um ein Haar direkt in den Kasten, doch Gianluigi Donnarumma ist gerade noch mit den Fäusten zur Stelle. 6222 zu 10 die Hausherren schaffen es, das Geschehen wieder ausgeglichener zu gestalten. Der 24-jährige Franzose Timao Ebakayoko übernimmt im zentralen Mittelfeld eine führende Rolle und erobert nicht nur viele Bälle, sondern leitet auch selbst Angriffe ein. 6022-08 Beide Trainer nehmen Wechsel vor. Bei den Gästen soll Dries Mertens für mehr Durchschlagskraft sorgen. Gennaro Gattuso schickt den ehemaligen Leverkusener Haag an Calhanoglu auf das Feld. 6022-06 Einwechslung bei AC Milan Bindestrich größer als Haag an Calhanoglu. 6022-06 Auswechslung bei AC Milan Bindestrich größer als Fabio Borini. 5822-06 Einwechslung bei SSC Napoli Bindestrich größer als Dries Mertens. 5822-06 Auswechslung bei SSC Napoli Bindestrich größer als Amadou Diawara. 5722-04 Fabio Borini holt mit einer Flanke von links einen Eckball heraus, denn Fousi Gullim klärt auf der gegenüberliegenden Seite ins Tor raus. Der ruhende Ball bringt aber nichts ein. 5522-03 Milan kann sich kaum noch befreien und schlägt die Kugel schon jetzt nur ungenau nach vorne. Allein auf weiter Flur kann sich aber auch Christoph Piatek meist nicht behaupten. 5322-00 wieder sorgt ein Eckball für Chaos im Mailänder Strafraum. Die Flanke kommt scharf vor den Kasten. Gianluigi Donnarumma faustet das Leder nur auf den Rücken von Arkadiusz Milik, von wo es aus der Gefahrenzone prallt. 5221 zu 59 Fabian Ruiz holt gegen Lucas Paqueta einen Freistoß heraus. Doch die Süditaliener führen den Standard aus 30 Metern kurz aus und es kommt wieder keine Gefahr auf. 5021 zu 56 Napoli kommt sehr engagiert aus der Kabine. Doch es bleibt beim alten Problem, es springt nichts Zählbares dabei heraus. 4921 zu 56 die Hereingabe von rechts sorgt für große Gefahr. Aus 5 Metern kommt Milik zum Abschluss, doch Alessio Romagnoli hält auf der Linie gerade noch den Fuß dazwischen. 4821 zu 54 wieder wird Milik geschickt, diesmal mit einem flachen Zuspiel. Im Laufduell mit Diego Laxalt behält der Pole erneut das Nachsehen, holt aber immerhin einen Eckball heraus. 4721 zu 53 Amadou Diawara schlägt die Kugel hoch in den 16er. Arkadiusz Milik kann sich im Luftduell aber nicht behaupten. 4621 zu 52 es geht weiter. Carlo Ancelotti nimmt bereits seine erste personelle Veränderung vor. Allen bleibt draußen, der 22-jährige Algerier Adam Unas nimmt seinen Platz im Mittelfeld ein. 4621 zu 51 Einwechslung bei SSC Napoli Bindestrich größer als Adam Unas. 4621 zu 50 Auswechslung bei SSC Napoli Bindestrich größer als Elen. 4621 zu 50 am Pfiff 2. Halbzeit 4521 zu 41 Halbzeitfazit. Besser hätte sich Christoph Piatek sein Startelf-Debüt nicht erträumen können. Der Neuzugang aus Genua schnürt schon im ersten Durchgang einen Doppelpack und stellt damit die Weichen auf Sieg.
Am 1:0 hatte Diego Laxalt mit seinem schönen Heber in die Spitze noch großen Anteil, den zweiten Treffer erzielte Piatek dann vollkommen in Einzelarbeit, der Pole ließ im 16er zwei Gegenspieler ins Leere laufen und wuchtete die Kugel in das lange Eck. Napoli legte einen engagierten Auftritt hin, tat sich im Erspielen von Chancen aber schwer und ließ die wenigen Möglichkeiten von Lorenzo Insigne liegen. Die Azzurri können sich eigentlich nur vorwerfen, im Winter keinen Torjäger verpflichtet zu haben. Noch sind allerdings 45 Minuten zu spielen, 4521 zu 35 offizielle Nachspielzeitminuten, 14521 zu 34. Fabian Ruiz dringt über rechts in den Strafraum ein, verzettelt sich aber und bleibt am hinten aushelfenden Fabio Borini hängen, 4321 zu 32. Kurz vor der Pause verlagert Napoli das Geschehen noch einmal in die gegnerische Hälfte. Immer wieder müssen die Hellblauen aber auf die Außenbahnen ausweichen, 4121 zu 30 vom linken Flügel probiert es Fabio Borini direkt und visiert das lange Eck an. Alex Meret fängt das Leder allerdings sicher ab, 4021 zu 27 gelbe Karte für Kalidou Koulibaly SSC Napoli. Gelbe Karte für Kalidou Koulibaly SSC Napoli. Die Süditaliener fallen bisher nur durch ihre harte Spielweise auf. Wieder ist der Leidtragende Christoph Piatek. Diesmal stoppt Kalidou Koulibaly den doppelten Torschützen unsanft. 3921 zu 27. Lorenzo Insigne versucht es mal aus der Distanz. Er jagt das Leder aber in den dritten Stock. 3821 zu 27. Milan spielt die komfortable Führung sehr in die Karten. Die Rossoneri stehen hinter sicher, lassen den Gegner kommen und warten auf Kontergelegenheiten. 3521 zu 24 gelbe Karte für Arkadiusz Milik SSC Napoli. Der Pole kommt gegen Timao Ibakayoko deutlich zu spät. 3321 zu 24 die Azzurri wirken ratlos. Eigentlich investieren sie mehr in das Spiel, doch noch springt nichts dabei heraus. Wenn Lorenzo Insigne mal in aussichtsreicher Position auftaucht, kann er meist nur einen ungefährlichen Schuss absondern. 3121 zu 20. Beide Treffer wurden über den linken Flügel eingeleitet. Beim 1:0 war Diego Laxalt der Vorlagengeber, nun gab Lucas Paqueta den Pass in die Spitze. 2921 zu 18. Gelbe Karte für Kevin Malqui SSC Napoli. Nun zieht Piatek das Foul gegen Malqui, 2721 zu 15 Tor für AC Milan, 2:0 durch Christoph Piatek. Piatek 2, Napoli 0. Aus spitzem Winkel und mit zwei Verteidigern vor sich kann der Pole auf der linken Strafraumseite eigentlich nicht viel ausrichten. Doch wie im Videospiel legt er sich die Kugel rechts vorbei, lässt Kalidou Koulibaly damit ins Leere laufen und drischt die Kugel hoch in das lange Eck. 2621 zu 15 Milan scheint nun ein wenig aus der Lethargie zu erwachen. Samu Castillejo schickt Fabio Borini, der aus 20 Metern sofort abzieht. Kevin Malqui wirft sich gerade noch dazwischen, die Bogenlampe pflückt Alex Meret herunter, 2521 zu 13, sofort geht es wieder in die andere Richtung. Fawzi Gulen kann von links flanken, schlägt die Hereingabe allerdings genau in die Arme von Gianluigi Donnarumma, 2421 zu 12. Nach langer Zeit bekommt Christoph Piatek mal wieder den Ball. Gegen Kalidou Koulibaly weiß er sich aber nur mit einem Stürmer faul zu helfen. 2221 zu 11 Amadou Diawara spielt einen tollen Steilpass in den 16er zu Lorenzo Insigne, der mit einer Drehung am Gegenspieler vorbeigeht, jedoch nicht genug Druck hinter den Schuss bekommt und Gianluigi Donnarumma nicht vor Probleme stellt. 2121 zu 10 Gennaro Gattuso gestikuliert wild am Spielfeldrand.
Der 41-Jährige ist mit den letzten Minuten seiner Mannschaft nicht zufrieden. Seit dem Führungstreffer kam nicht mehr viel von den Rossoneri. 1921-06 Allen zieht mal aus der zweiten Reihe ab, bleibt mit seinem strammen Schuss aus halbrechter Position aber an Matteo Musacchio hängen. 1721-06 Rückstand liegend macht Napoli nun mehr Druck und lässt das Spielgerät für lange Zeit durch die eigenen Reihen laufen, findet aber keine Lücke. 1521-04 Nach dem torlosen Duell am Samstag hat es heute nicht lange gedauert, bis der Ball im Netz zappelt. Für Milan läuft es wie erwünscht. 35 Millionen Mann Christoph Piatek macht zum ersten Mal den Unterschied. 1321-02 Lorenzo Insigne hat postwendend die Chance zum Ausgleich. Der Angreifer bekommt das Leder am Elfmeterpunkt von rechts zugespielt, trifft es aber nicht richtig und spitzelt es genau in die Arme von Gianluigi Donnarumma. 1120-59 Tor für AC Milan, 1-0 durch Christoph Piatek. Christoph Piatek bringt die Hausherren früh in Führung. Diego Laxalt schickt den Neuzugang aus Genua mit einem hohen Ball in die Spitze. Im Laufduell mit Nikola Maximovic setzt er sich locker durch, nimmt die Kugel mit der Brust an und schiebt sie aus 12 Metern flach in das rechte Eck. 920-57 Es geht hin und her. Jetzt holen die Azzurri ihren ersten Eckball heraus. Gianluigi Donnarumma hält einen verunglückten Abschluss von Lorenzo Insigne aber sicher. 720-56 Christoph Piatek wird von Frank Kessié in Szene gesetzt und kommt erstmals zum Abschluss. Der Ball segelt jedoch recht deutlich am Kasten vorbei. 620-55 Wie schon am Samstag gestaltet sich das Geschehen sehr ausgeglichen. Bislang kann keines der Teams dem Spiel seinen Stempel aufdrücken. 420-53 Bei den Gästen geht es über die rechte Außenbahn. Kevin Malqui hat viel Platz, bleibt aber mit seiner flachen Hereingabe hängen. 220-51 Die Rossoneri befreien sich mutig aus dem eigenen Strafraum. Gianluigi Donnarumma lässt sich mit dem Ball am Fuß aufreizen viel Zeit, steckt dann aber zu souverän zu Lucas Paqueta, durch der er einen Angriff über den linken Flügel einleitet. 120-49 Es geht los. Die Hausherren befinden sich zuerst in Ballbesitz. 20:47 angeführt vom Schiedsrichtergespann um Piero Giacomelli betreten die Mannschaften das Feld. In Mailand herrschen zu später Stunde Temperaturen um die 5 Grad Celsius, es regnet aber nicht und der Rasen befindet sich in hervorragendem Zustand. 20:39 Napoli-Coach Carlo Ancelotti hat keine allzu guten Erinnerungen an das Spiel am Samstag, denn er wurde auf die Tribüne verwiesen. Ja, ich habe ein Schimpfwort gesagt, aber es war nicht in Richtung des Schiedsrichters und ich weiß noch nicht einmal, ob es auf der schwarzen Liste steht. 20:34 Wir müssen dieselbe Persönlichkeit an den Tag legen wie in der ersten Stunde, wollen gut spielen. In den letzten 30 Minuten hörten wir mit dem Spielen auf, so dass die Stärken von Neapel zum Vorschein kamen, erinnert sich Milan-Chefcoach Gennaro Gattuso an das Aufeinandertreffen am Samstag. 20:22 Neapel hatte mit Sassuolo Calcio deutlich weniger Probleme. Arkadiusz Milik brachte die Azzurri schon nach einer Viertelstunde in Front in der 74. Minute machte Fabian Ruiz nach Vorlage des Polen dann alles klar. 20:18 Die ersten 8 Teams der Serie A steigen in der Coppa Italia erst im Achtelfinale ein. Dort musste Milan bereits kräftig zittern, die Rossoneri setzten sich bei Sampdoria Genua nach 90 torlosen Minuten erst in der Verlängerung mit einem Doppelpack von Patrick Cutrone durch. 20:09 Auch die Gäste wirbeln kräftig durch. Alex Meret steht anstelle von David Ospina im Kasten.
Nikola Maximovic, Fao Sigulim, Allen und Amadou Diawara haben es ebenfalls in die Startaufstellung geschafft, während sich Albiol, Mario Rui, Dries Mertens und José Callejón heute ausruhen dürfen. 20:06 im Vergleich zum Samstag dürfen auch Ignacio Abate, Samu Castillejo, Diego Laxalt und Fabio Borini von Beginn an ran. Draußen bleiben Ricardo Rodriguez, Davide Calabria, Hakan Calhanoglu, Suso und Patrick Cutrone. 20:01, damit heute ein Treffer fällt, setzt Milan zum ersten Mal von Beginn auf den vor 6 Tagen für 35 Millionen Euro verpflichteten Christoph Piatek. Der 23-jährige Pole erzielte in der Hinrunde 13 Tore für den Ligakonkurrenten CFC Genua. 19:53, auch wenn die Begegnung am Wochenende torlos endete, so war sie keineswegs langweilig. Beide Teams hatten ungefähr gleich viele Spielanteile und verbuchten jeweils eine Vielzahl klarer Gelegenheiten. Nur ein Treffer wollte nicht fallen, doch über die Punkteteiligung durfte sich am Ende niemand beschweren. 19:46, schönen Abend und herzlich willkommen zum ersten Viertelfinalspiel der Coppa Italia. Mit dem AC Mailand und der SSC Neapel stehen sich zwei Top-Teams gegenüber. Schon am Samstag kam es in der Liga zum Aufeinandertreffen beider Mannschaften, das Spiel endete torlos. Heute wird auf jeden Fall ein Sieger ermittelt, zur Not im Elfmeterschießen. Anstoß ist um 20:45 Uhr.